Nun, also diese zwei Rechtsinstrumente sind ja nicht nur der Pandemievertrag, es ist ja auch die Anpassung der internationalen Gesundheitsvorschriften. Das beides läuft parallel, soll zur Abstimmung gebracht werden anlässlich der nächsten Weltgesundheitsversammlung im Mai 2024. Ja, und wenn man diese zwei Verträge nebeneinander hält, dann merkt man, das ist ein Bauplan zur Ermächtigung der WHO, jederzeit über unseren Rechtsstatus verfügen, entscheiden zu dürfen, ob eben Notrecht herrscht oder nicht. Und von dem Moment an, wo sie eigenmächtig, ohne den Nachweis einer tatsächlich existierenden Notsituation, den Notzustand ausrufen, von dem Moment an schließt sich eben an diese Deklaration eine ganze Kette von Maßnahmen. Sie dürfen Maßnahmen, die rechtsverbindlich sind, von den Staaten also durchgesetzt werden müssen, dürfen sie anordnen. Das kann Lockdown sein, es kann die Testpflicht sein, es kann aber auch die Impfpflicht sein, also der Nachweis der Impfung, um möglicherweise eben zur Arbeit gehen zu können oder zugelassen zu werden zum Zutritt zu Geschäften. Und all diese Dinge kann die WHO eigenmächtig machen. Sie kann auch installieren einen eigentlichen Überwachungsstaat unter dem Vorwand, eben die Übertragung von Krankheiten zu verhindern. Und am Ende gleichzeitig eben auch, was jetzt schon passiert, kann die WHO als eigentliches Wahrheitsministerium definieren und bestimmen, was an Informationen den Weg an die Öffentlichkeit findet und was eben nicht. Darüber hinaus darf sie sogar mit Mitteln der psychologischen Kriegsführung arbeiten. Also diese Verhaltenswissenschaften, diese sogenannten, sind nichts anderes als psychologische Tricks, um die Menschen in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und am Ende des Tages, weil es eben keinen Überprüfungsmechanismus geben wird, keinen Mechanismus, der die Entscheide der WHO letztlich korrigieren könnte, von Seiten der Bürger, von Seiten der Mitgliedstaaten bleiben die Menschenrechte auf der Strecke. Es bleibt die Menschenwürde auf der Strecke. All das sind für mich Elemente eines Baukastens zur Errichtung einer totalitären Machtstruktur. Ich würde es nicht unbedingt Diktatur nennen, das hängt dann davon ab, wie es weitergeht, aber es sind definitiv totalitäre Techniken, die ein totalitäres System braucht, sich selber schnell zu ermächtigen, durchzubefehlen und die einzige Wahrheit zu definieren. Und deshalb versuche ich, das den Menschen zu erklären, ganz genau aufzuzeigen. Woran kann man denn das ganz genau erkennen? Ich möchte nicht hier als der Panikmacher vom Dienst erscheinen, sondern ich möchte Menschen aufklären und dann ganz konkret Fragen in die Hand geben, die sie ihren Politikern, ihren Vertretern in den Parlamenten stellen sollten, damit diese Politiker in die Arbeit hineingehen und die Verfassung schützen und dieses Verhandlungswerk stoppen. Also diese zwei neuen Vertragsinstrumente der WHO dürfen auf gar keinen Fall unterzeichnet werden.